wieder LKW fahren. Aber was wären wir ohne die, die da in den Geschäften schaffen? Aber was wären wir ohne die, die da die Pflege machen? Ach, was wären wir ohne die, die Lokführer und Busfahrer? Ach, was wären wir ohne die, die Lehrer und Erzieher? Ach, was wären wir ohne die, die Reinigungskräfte? Ach, was wären wir ohne die, die da kochen, servieren, bedienen? Ach, was wären wir ohne die, für die Apotheker und Ärzte? Ach, was wären wir ohne die? Im Winter, der Winterdienst, ach, was wären wir ohne die, die da den Müll abholen und fahren? Ach, was wären wir ohne die, die Handwerker und Malocher? Ach, was wären wir ohne die, und die Wirte, die's lecker Bier zapfen? Ach, was wären wir ohne die, die da die Straßen bauen? Ach, was wären wir ohne die, und die Toilettenfrauen? Ach, was wären wir ohne die, für die vielen Ehrenamtlichen? Ach, was wären wir ohne die, und die vielen, vielen anderen? Ach, was wären wir ohne die, und die ich da nicht mit aufgezählt hab, sie mögen es mir verzeihen. Und ich versichere ihnen, sie sind alle, alle mit gemeint. Und dass ich nicht gegendert habe, man nehme es mir nicht krumm. Hier Frauen, Männer, divers in jeder Schaft, ob alt oder ob jung. Ja, die Menschen, die da täglich schaffen, ach, was wären wir ohne die, die da bis zur Rente und drüber machen? Ach, was wären wir ohne die, die halten den Laden am Laufen? Ohne die ginge hier doch nichts. Man nimmt es als normal hin, Aufmerksamkeit kriegen sie nicht. Doch bist du Ballaballa und gelernt hast du nichts. Kleb dich auf dem Asphalt fest, nerv die Leute, die das schaffen, dann bist du Vollzeitaktivist. Und als Vollzeitaktivist, da kriegst du Aufmerksamkeit. Da ist schon die Journalie, die da über dich schreit. Und mit denen reden sogar Politiker. Man zeigt Verständnis, nehmen die ernst. Anstatt zu sagen, geht mal zum Psychiater und haben was Ordentliches gelernt. Die kriegen Beachtung, denen schenkt man Aufmerksamkeit. Aber nicht denen, die da täglich schaffen, die interessieren die da oben einen Scheiß. Und im Fernsehen, da sind die auch noch zu sehen. Manche labern da gar in Talkshows rum, verbreiten ihre wirren Gedanken und Ideen. Und dann auch noch den einen Schritt in eine Partei, in eine Politik. Und wenn du Glück hast, wirst du noch bis weit oben hingedrückt. Doch die Menschen, die da täglich schaffen, ach, was wären wir ohne die, die bis zur Rente und drüber machen. Ach, was wären wir ohne die, die halten den Laden am Laufen. Ohne die ginge hier nichts. Man nimmt es als normal hin, Aufmerksamkeit kriegen sie nicht.